Dankeschön für die kurze Vorstellung. Auch von meiner Seite nochmal herzliches Willkommen. Ich denke, Sie haben schon einiges zum Thema Digitalisierung gehört und ich hoffe, Sie konnten das jetzt auch gut sacken lassen. Und wie gesagt, ich begrüße Sie auch nochmal ganz herzlich in meinem Namen. Ich freue mich jetzt auf den nächsten Programmpunkt. Das ist auf den Gast hier, das ist Herr Stefan Schindenburg. Und ich denke mal, viele von Ihnen werden schon mal von der Deutschen Familienversicherung gehört haben. Ein erfolgreicher digitaler Versicherer, wenn ich richtig informiert bin, mit beeindruckenden Wachstumszahlen, wenn man sich auf Ihren Seiten mal so die Entwicklung anguckt. Zudem sind Sie ein börsennotiertes InsurTech, ich glaube, das ist sogar das Einzige. Und Sie haben Ihren Sitz hier in Frankfurt. Schön, dass Sie den Weg hier zu uns gefunden haben. Sehr gerne. Und Herr Schindenburg wird jetzt mit mir oder mit uns in einer Viertelstunde über das Thema Digitalisierung reden, über den Digitalisierungszustand der Branche und wohin sich der Markt eventuell entwickeln könnte. Ich freue mich und Herr Schindenburg, wie würden Sie denn den digitalen Reifezustand der Branche bezeichnen? Schwierige Frage und ich meine, für uns persönlich ist er recht weit gediehen, aber ich glaube, dass viele noch nicht da angekommen sind und auch viele noch glauben, dass wir als Branche den Kunden ein Stückchen educaten können. Was will ich damit sagen? Wir glauben, wir brauchen Portale, wir bauen eine ganze Menge Dinge für den Kunden, sind ganz stolz drauf. Aber ich glaube, educated wird der Kunde durch seine Erfahrungen, die er bei Amazon macht, die er bei Spotify macht und Ähnliches. Mhm. Das heißt, wenn wir es machen, müssen wir unheimlich schnell sein. Und ich kann mich gut erinnern, ich bin ja schon ein paar Jahre in der Branche, sieht man mir gar nicht an, aber tatsächlich bin ich schon Jahre dabei, früher hat es gereicht, der Schnelle der Langsamen zu sein. Also wenn ich 2 Tage schneller poliziert habe als meine Wettbewerber, war ich schnell. Aus meiner Sicht ist der Wettbewerber, was Geschwindigkeit angeht, jetzt Lieferung von Amazon, Download von Netflix und Ähnliches. Und ich glaube, dieses müssen wir verstehen. Und wenn ich das als Benchmark nehme, ist, glaube ich, der Reifegrad noch relativ übersichtlich. Wenn Sie eine Note vergeben dürften, müssten, was würden Sie denn sagen? 3, 4 oder? Also ich würde sagen, eine knappe 4, also okay. Aus ausreichend. Ja. Weil wir natürlich auch sehen, wenn wir Digitalisierung machen, dann stellen wir fest, dass sich viele ein Beispiel nehmen. Ich kann eine AKV, eine Auslandsreisekranken, digital machen, aber bei allen anderen Produkten nicht. Nehmen Sie mal ein Beispiel. Wir sind gerade sehr intensiv dabei, in YouTube eine Werbekampagne zu haben, die da lautet, du zahlst alles mit PayPal, warum nicht deine Versicherung? Bei uns ist nicht ein Produkt, was per PayPal geht, sondern alle Produkte. Bei uns ist nicht ein Produkt über Alexa abschließbar, sondern alle Produkte. Bei uns ist Amazon Pay nicht nur für ein Produkt, sondern für alle Produkte. Das heißt, was ich im Markt sehe, ist, dass es tendenziell so Leuchtturmprojekte gibt. Mhm. In einem Produkt geht was, ja. Aber damit kann ich den Kunden nicht glücklich machen, weil der dann, wenn er dann sagt, so jetzt habe ich meine Auslandsreisekranken gemacht, jetzt mache ich meine Hausrat und jetzt habe ich den gleichen Kram wie früher, das will er nicht mehr. Mhm. Wo hinken denn die Unternehmen bei der Digitalisierung am meisten hinterher? Ja, wenn Sie von sich, ich meine, wenn Sie Ihr Unternehmen sehen als Maßstab mal, oder wenn wir das mal als Maßstab nehmen würden, und dann gucken Sie in die Branche. Also seien Sie vorsichtig, mir die Chance zu geben, uns als Maßstab zu nehmen. Das würde ich fast machen, aber ich glaube, da haben wir genug Bodenhaftung, da ein bisschen kritischer auch drauf zu sehen. Ich glaube, 2 Dinge, die ganz relevant sind. Die eine ist, ich muss als Unternehmen sehr klar von der Unternehmensführung schon sagen, ich will Digitalisierung. Ich muss bereit sein, auch in manchen Bereichen in Graubereiche zu gehen und wirklich konsequent mich zu digitalisieren. Das ist das Erste. Das Zweite, ich muss verstehen, dass ich schon in der Produktentwicklung anfangen muss, das Produkt auf Digitalisierung zu bürsten. Also wenn ich jetzt, nehmen wir mal ein Beispiel, das wir alle gut kennen. Ich habe eine BU mit über 30 Gesundheitsfragen. Da können Sie machen, was Sie wollen, das Produkt wird so nicht funktionieren, sondern ich muss von vornherein auch die Produkte schon ändern. Ich muss bereit sein, ein Produkt vielleicht auf eine Frage zu verzichten, um den Katalog zu reduzieren, vielleicht muss ich einen Euro mehr nehmen. Das heißt, der zweite Punkt ist, das Produkt schon streamlinen und das dritte ist, da tun wir uns ein bisschen leichter, man muss natürlich sehr konsequent auch trennen zwischen den Legacy-Themen, die ich in der IT habe, und den Zukunftsthemen. Das heißt, ich muss sehr konsequent auch trennen und sagen, die Legacy darf mich nicht begrenzen, sondern ich muss im Zweifel für bestimmte Produkte mit einer eigenen IT-Struktur versuchen, diese Geschwindigkeit hinzubekommen. Aber jetzt nochmal auf die Frage zurückzukommen. Wo, glauben Sie denn, sind die größten Baustellen bei Produkt und IT. Okay. Das hatte ich versucht, mit diesen beiden Themen zu skizzieren. Wie steht es mit dem Thema Wertewandel? Das wird ja auch immer, hören wir ja auch immer häufiger in Gesprächen. Man muss die Belegschaft mitnehmen und. Naja, ich glaube, jetzt ist natürlich Wertewandel ein sehr breites Diskussionsthema. Aber wenn ich sehe, wie schnell wir diskutieren darüber, dass Autos nicht mehr opportun sind,
dass ich gestern lesen durfte, dass Versicherer nicht mehr Heizkohlekraftwerke versichern dürfen, dass ich eigentlich gar nicht mehr fliegen darf, bin ich gar nicht sicher, wie schnell ich mich überhaupt verändern muss, um dieser Veränderungsprozess überhaupt noch wahrzunehmen. Ich glaube, wir haben einen Wandel, ja. Ob das ein nachhaltiger Wertewandel ist, ob der wirklich in den Produkten schon sich nachlässt, weiß ich nicht. Aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht nachher bei jedem Argument sofort nach vorne rennen, weil so schnell können wir uns alle nicht ändern. Mhm. Wir haben eine Veränderung, dass Kunden gelernt haben, dass sie digital schnell was machen. Und ich darf noch mal ein Beispiel nehmen, das habe ich gerade in einem Interview verwendet, von daher hat es vielleicht jemand schon mal gehört. Miklo-Allee, wenige Meter von hier entfernt, ich fahre 15 Kilometer zu schnell, ärgere mich, werde geblitzt, kriege den Bußgeldbescheid. Auf dem Bußgeldbescheid rechts unten ist der QR-Code, ich gehe auf den QR-Code. Man fragt mich, willst du mit PayPal zahlen? Ja, drück mit dem Finger drauf, nach 20 Sekunden bezahlt. Jetzt sage ich Ihnen, das hat natürlich jetzt nicht unbedingt Freude gemacht, Bußgelder zu bezahlen. Also das will ich jetzt nicht niemandem darstellen, dass mir das Spaß gemacht hat. Aber wenn Sie nach 20 Sekunden Ihren Bußgeldbescheid bezahlt haben und brauchen für den Abschluss einer Versicherung 7 Minuten in der Abschlussstrecke und kriegen dann 7 Tage später die Police, dann passt das nicht mehr zur Erfahrung des Kunden. Und das ist nicht, ich würde es nicht Wertewandel nennen, sondern ich würde es nehmen, wie ist mein Konsumverhalten, und andere educaten mich und bringen mich unter Druck, schneller zu reagieren. Weil nochmal, ich glaube nicht, dass das Regierungspräsidium Kassel der Hort der Innovation in Deutschland ist. Sie hatten mal gesagt, man muss den Abschluss einer Versicherung in 120 Sekunden hinbekommen. Ja. Google selber sagt, länger als 3 Sekunden, als 30 Sekunden oder 3 Minuten darf es eigentlich nicht dauern. Ja, die Frage, was Google sagt, ist, wie schnell ist die Seite geladen? Ja. Also da geht's, Google geht es darum, dass sie sagen, und da müssen wir natürlich sehen, ist es 3G, 4G, ist es Mobile, ist es Desktop? Das ist schon eine hochkomplexe Thematik. Ich sage mal, wenn Sie 3 Sekunden haben, ist die komplette Seite geladen ist, dann geht das noch. Wenn es viel länger wird, wird es schwierig. Es kommt ein bisschen darauf an, dass Sie natürlich auch mit moderner Webtechnologie gucken können, dass Sie immer nur Teile der Bilder laden. Das heißt, der Kunde hat das Gefühl, das gesamte Bild ist schon geladen, was aber gar nicht stimmt. Bis er das begriffen hat, ist das Bild wirklich da. Was mir wichtig ist, und deshalb müssen wir ehrlich sagen, wir machen 60% unserer Kunden, nutzen das als Kommunikationsmittel mit uns. Und da gelten 120 Sekunden. Okay. Und wenn Sie wirklich glauben, dass Sie an diesem Gerät Lust haben, 5 Minuten einen Versicherungsabschluss zu machen, dann sage ich Ihnen, lassen Sie es bleiben, das macht keiner. Das heißt, ich brauche diese 90 bis 120 Sekunden, weil ich dieses Medium mein Hauptmedium ist. Wenn ich einen Desktop habe, da sitzt der Kunde auch mal 5 bis 7 Minuten, der holt sich vielleicht sogar mal einen Kaffee zwischendurch, da ist Geschwindigkeit nicht wichtig. Hier muss ich in der Lage sein, schnell zu sein. Und probieren Sie einmal, ich weiß jetzt nicht, wer seine IBAN-Nummer auswendig kennt, es gibt bei IBAN auch eine Formel, für die, die es nicht auswendig wissen, wissen die Formel, aber bei beiden sage ich Ihnen, fummeln Sie das mal hier rein. Was wir machen, Paper mit dem Fingerabdruck. Das ist das, was wir wollen. Das ist die Geschwindigkeit, die wir brauchen. Und deshalb, es darf halt nicht länger als 120 Sekunden dauern. Sie bezeichnen sich als rein digitaler Versicherer. Läuft Ihr Geschäft wirklich rein digital? Oder wie viel Prozent läuft digital? Wie viel Prozent kommt wirklich noch über Makler? Und wenn man jetzt mal digital sagt, was ist dann wirklich klassisch, wirklich 100%? Erlauben Sie mir 2 Differenzierungen. Die erste ist, mit Maklern zusammenzuarbeiten, ist kein Widerspruch zur Digitalisierung. Das heißt, wir haben 10% unseres Geschäftes machen wir mit Maklern, und dort auch überwiegend die Makler, die mit uns zusammenarbeiten, sind 80-90%, die das Geschäft digital machen. Das heißt, ich habe von 100.000 Neuverträgen, die ich pro Jahr mache, würde ich sagen, habe ich vielleicht 1.000 PDF-Anträge, ist mir noch zu viel, aber 99.000 kommen voll digital zu uns rein. Und wir sind auch im Gespräch mit Maklern, wenn sie PDF einreichen, zu sagen, Mensch, warum willst du denn unbedingt ein PDF einreichen? Es geht doch viel schneller online. Mhm. Also von daher freuen wir uns dann, wenn wir da auch eine Lernkurve gemeinschaftlich hinbekommen. Mhm. Was man auch immer noch beobachtet und auch immer wieder noch liest, ist, dass ja digitale Fabriken wie Otto Nova oder wie Neo Digital auf die Vertriebe, auf die Makler setzen, auf die Vermittler setzen, weil sie merken, es geht halt nicht ohne. Und glauben Sie, dass dass die Kunden wirklich rein digital wollen, oder brauchen die in Zukunft immer noch den Menschen? Weil ich erinnere mich an ein Gespräch mit Dr. Viktor Becher von GetSchuhwunsch. Er sagte, nee, also im Prinzip läuft irgendwann zukünftig alles digital. Wie sehen Sie das? Ich glaube, wir müssen eine gemeinsame Diskussion führen, was ist die Rolle des Vermittlers? Ich bin ein großer Fan davon, dass der Vermittler digitale Abschlussstrecken in seinen Beratungsprozess mitnimmt. Also zu sagen, der Kunde ruft an, sagt, ich habe folgende Fragestellung. Man spricht am Telefon und verweist ihn dann auf eine Online-Abschlussstrecke. Das, glaube ich, sind die Zukunftsthemen. Wir machen sowohl Makler, aber wir machen auch online. Und ich würde behaupten, wir machen halt das Geschäft über Google, Facebook, Instagram etc. Und wir versuchen, über andere Formen Trust aufzubauen. Mhm. Der Vermittler ist dafür da, Trust aufzubauen zwischen der Versicherungsgesellschaft, dem Produkt und dem Kunden. Und wir versuchen das über andere Themen, wie zum Beispiel, wir haben nur Stiftung Warentestsieger oder sehr gut Produkte. Wir haben extrem viele Informationsseiten. Wir haben ein sehr einfaches Produkt.
Wir haben extrem viel Informationsthemen. Wir haben eine verlängerte Kündigungsfrist von 8 Wochen, also 2 Monaten. Mhm. Das heißt, der Kunde kriegt eine Menge Trust-Themen. Und ich glaube, Trust ist das Entscheidende für einen Vermittler. Und wenn ich jetzt ganz komplexe Themen nehme, ich nehme eine Altersversorgung, eine BU, da glaube ich, im Moment ist da definitiv der Kunde beim Makler besser aufgehoben. Nur der Makler sollte sich nicht zurückziehen auf dieses Geschäft, sondern für sich eine Möglichkeit finden, wie kann er mit digitalen Abschlussstrecken sein Geschäft verbessern. Ich, wie gesagt, nochmal auf dieses Gespräch mit Herrn Dr. Ja. Becher. Da, er sagte mir, 80% der BU-Versicherungen kommen bei denen über das Smartphone, was Sie eben gezeigt haben. Und es funktioniert, meinte er. Ne? Also Sie sagen, es geht nicht. Also ich finde Stückzahlen. Also wenn Sie 30.000, 40.000 Stücke im Jahr machen und sagen, dann 80% kommen digital, sage ich, Hut ab, funktioniert. Okay. Ich glaube nicht, dass die Zahl haben. Wir machen 100.000 Abschlüsse zu quasi 99% online. Also ich glaube, die kritische Masse muss ich haben. Und nochmal, wenn Sie mit den Unternehmen reden, ich will die gar nicht kleinreden, aber ich finde, ob man 500 Stück hat oder dann kann man sagen, da funktioniert es vielleicht, wenn ich eine ganz kleine Zielgruppe habe. Aber wir müssen es so bauen, dass wir für die breite Bevölkerung, die eine gewisse Online-Affinität haben, es wirklich durchzuziehen. Und da glaube ich, wenn Sie wirklich 37 Fragen BU-mäßig beantworten, wird schwierig. Mhm. Ich würde es gerne mit dem Kollegen mir mal anschauen, aber wir haben uns das angeschaut und sagen, naja, wir brauchen eine gewisse Menge, um das wirklich final beurteilen zu können. Okay. Der digitale Umbruch ist da, das sehen wir ja auch. Und jetzt fragen sich natürlich auch viele, die hier im Raum sitzen, welche Auswirkungen hat das auf mich? Wie wird sich mein Geschäft in Zukunft präsentieren? Was muss ich tun, um in Zukunft auch nur gebraucht zu werden? Welche Veränderungen sehen Sie eigentlich auf die Vertriebswelt zukommen? Sie sind ja Vertriebsvorstand. Ich habe gerade heute Morgen noch eine Diskussion in Köln gehabt. Da saßen zwei Vertreter von großen AOs, die sagen, die wird es irgendwann nicht mehr geben. Das fand ich dann ziemlich erschreckend. Und ich habe dann dagegen gehalten und sage, ich glaube, wir müssen eine hybride Form finden. Ich bin ja selber 15 Jahre Versicherungsmakler gewesen. Also von daher, mir macht das Spaß, zu Kunden zu gehen. Aber ich muss mich immer hinterfragen, was ist mein Mehrwert für den Kunden? Und ich muss die Kombination finden aus digitalem Approach und persönlichem Approach. Und nehmen Sie mal einfach das Thema, wir haben die Situation, dass viele, viele Menschen keine Lust mehr haben, abends um 18 Uhr an ihrem Wohnzimmertisch einen Versicherungsvermittler sitzen zu haben. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, ob der sympathisch ist oder nicht. Ist ein Eindringen in die Teamsphäre, nämlich in ihre Wohnung, die gar nicht mehr wollen. Also ich muss nicht bereit sein, ich muss andere Kommunikationswege haben. Ich muss über FaceTime telefonieren können. Ich muss anbieten können, andere Kommunikationswege zu haben. Wenn der Kunde aber will, das ist ein komplexes Thema. Ich würde gerne jemanden in die Augen schauen und sagen, ist das wirklich so? Dann kommt die große Stunde, das heißt, ich muss beides haben. Und wir nennen das ganz gerne eine hybride Komponente, die Digitalisierung haben, aber jederzeit anbieten zu können, du kannst auch einen echten Menschen haben. Mhm. Jetzt nochmal, man hört auch immer wieder, dass die Firmen oder die Unternehmen ja sehr viel Geld in die Hand nehmen müssen. Oft viele sind in den alten IT-Techniken gefangen, es gibt Schnittstellenprobleme ohne Ende. Bipro ist auch so ein Thema, was auch viele sicherlich verärgert, dass man das nicht geregelt bekommt. Glauben Sie, dass jeder den digitalen Umbruch auch unter finanziellen Gesichtspunkten hinbekommt? Ja, ich glaube, das ist schon. Also ich sehe das ja, die AXA nimmt ja teilweise Milliarden in die Hand. Andere, kleinere, haben vielleicht nicht mal ansatzweise die finanziellen Mittel dafür. Ich war ja in einem großen Konzern vorher, der auch 2 Milliarden in die Hand nimmt. Also ich glaube, man kann mit Geld schon eine Menge tun und ich glaube, die Großen haben eine echte Chance. Die Frage ist, ob kleine Häuser mit wenig Innovationskraft, wenig Geld in die Reparatur ihrer Systeme, ob sie die Kurve wirklich kriegen, weiß ich nicht. Aber ich weiß zumindest, dass der Anteil des digitalen Kunden, der genauso abschließen möchte, dass der drastisch steigen wird. Und dass das andere Klientel wird kleiner. Ist ja nicht so, dass heute oder seit gestern nur noch alle digital wollen. Aber es wird jedes Jahr ein Anteil kleiner und für jeden, für Sie, wenn Sie mit Ihren Kindern reden, wer kauft eigentlich noch physisch? Das heißt, es wird immer, immer stärker und irgendwann wird der Teil der nicht online-affinen Kunden immer kleiner und dann wird sich für diese Versicherer die Frage stellen, das gilt übrigens auch für alle Vermittler, die Frage stellen, habe ich noch genug Kunden, die traditionellen Weg des Abschlusses haben? Es gibt heute noch jede Menge, aber es wird jedes Jahr drastisch weniger. Mhm. Jetzt mal, ich weiß, es ist schwierig, so die Glaskugel rauszuholen, aber Sie kommen jetzt aus, Sie sind jetzt, glaube ich, 15, 20 Jahre fast im Markt, 25 Jahre. Wie wird sich der Markt in Ihrer Meinung nach verändern? Wohin gehen wir? Also unser Unternehmen, die Deutsche Familienversicherung, ist seit 2007 noch ein junges Unternehmen. Ihr Vertriebsvorstand seit 40 Jahren in der Branche, also schon eher ein älteres Schlachtross. Von daher hat man schon das eine oder andere erlebt. Ich glaube ganz deutlich, die Frage, die wir schon längerer Zeit diskutieren, brauchen wir knapp unter 100 Lebensversicherern, brauchen wir knapp 50 Krankenversicherer, brauchen wir 250 Sachversicherer? Die Frage ist eine ernsthafte und ich glaube, das wird sich ein Stück zusammendampfen. Ich glaube, dass wir nur die Gesellschaften und die Vermittler eine echte Perspektive haben, die hybrid
online, offline verbinden. Mhm. Und dieses Bild werde ich sehen. Und die Frage wird sein, wenn wir das nicht gut machen, dann haben wir ja nicht das Problem, dass die Menschen woanders kaufen, sondern viele kaufen gar nicht mehr. Wenn Sie heute den Neuzugang sehen nach Alter, dann haben wir nicht das größte Problem, dass es so schwierig ist, denen die irgendwie zu erwischen, sondern die kaufen gar nichts mehr. Sondern das heißt, wir müssen denen die Chance geben, das Kaufverhalten, was sie gelernt haben, anders darzustellen. Wenn wir das nicht schaffen, wird es südlich schattig sein. Ich glaube aber, dass Versicherung für die Perspektive der Menschen ein ganz wichtiger Bestandteil ist. Ich möchte nicht ohne Versicherung leben, weder für die Altersvorsorge noch für BU noch andere Themen, Haftpflicht, Hausrat. Wir müssen die Kunden nur anders erwischen, dass sie es einfacher haben, diesen Abschluss zu machen, als zu sagen, ich rufe einen Vermittler an, der kommt eine Woche später bei mir vorbei, sitzt bei mir im Wohnzimmer und erklärt, wie die Hausratversicherung funktioniert. Wenn ich es will, ja. Wenn ich es aber nicht will, muss er mir anders diese Informationen geben. Dankeschön. Prima. Ganz herzlichen Dank. Dankeschön. Dankeschön.